Hallo und herzlich willkommen zu meinem Unmechanical Let's Play. Ich hoffe einfach mal, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Es ist mein erstes Let's Play. Ich habe keinerlei Erfahrung damit und weil mein Aufnahmeprogramm mich vorher veräppelt hat, habe ich einmal das komplette Spiel durchgespielt, weil ich dachte, ich mache es in einer Aufnahme und es hat nichts aufgezeichnet. Deswegen kenne ich jetzt die Rätsel schon. Ich werde mich bei einigen trotzdem total vertun, weil ich einfach null Plan habe, was ich vorher gemacht habe, damit es klappt. Weil ich wirklich Sachen auf gut Glück habe und deshalb auch nicht über den Start wundern, falls ihr das Spiel auch habt, noch nicht fertig habt. Oder wenn ihr es euch holt, wenn ich es hier fertig habe oder ihr die Videos gesehen habt und es euch gefallen hat und der Start ganz anders aussieht. Ich weiß nämlich noch nicht mehr, wie das Titelbild aussah. Und deshalb jetzt auch nicht über den Text wundern, der kommt. Den hier. Und ja, passt alles, wie es eingestellt ist. Vorhin war nämlich auch der normale Ton viel zu laut. Man hat mich dann überhaupt nicht gehört, in dem bisschen, das aufgenommen wurde. So. Neues Spiel. Ja. Die sehen doch irgendwie voll putzig aus, ne? Schon ziemlich. Wir sind ja blau, das sieht man gar nicht. Sagen muss es, ich finde dieses Intro ziemlich geil. Normalerweise kennt man es ja so, dass dann so die einzelnen Namen einfach bloß dastehen, aber hier so mit diesem Rohrsystem, das uns hier einmal quer in die Erde hineinführt, das finde ich schon ziemlich gigantisch. Vor allem auch die Machart und die Grafik davon. Hat Stil, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Lover Games. Und ich hab's auch nicht so damit, dass ich anfange, das alles vorzulesen, was da steht. Also, das mache ich nicht. Und da sind wir ja wieder. Ich spiele nicht mit Gamepad, wie ein bestimmter anderer Let's Player, über den ich überhaupt erst auf dieses Spiel gekommen bin. Weil mich die Steuerung mit dem Gamepad wahnsinnig gemacht hat. Deshalb spiele ich mit der Tastatur. Ja. F1 drücken bedeutet eigentlich nur, dass hier so eine Gedankenblase auftaucht und die einem hier erklären, was wie funktioniert. Aber weil ich das Spiel ja schon mal durchgespielt habe, wie ich euch schon erzählt habe, bringt es ziemlich wenig, dass es hier steht. Wir können hier so einen Schwebestrahl rauslassen, also so einen Beamstrahl. Und damit können wir verschiedene Sachen eben hochheben und fallen lassen. Und mehr können wir nicht, außer fliegen. Das geht noch. Große Sachen können wir nicht anheben, aber wir können sie zum Beispiel bewegen. Kommt später noch oft genug zum Einsatz. Und noch eins, weg damit. Na? Wir können auch nicht sterben. Das ist sehr gut, ansonsten wäre ich vorhin ein paar Mal draufgegangen. Ein paar Mal ist gut. Das Spiel speichert von selbst, das heißt, kann passieren, dass ihr die eine oder andere Stelle vielleicht doppelt seht. Aber dann nur ein paar wenige Minuten, ja, wirklich sehr wenig. Und es ist ein Puzzlespiel. Das heißt, wir sind eigentlich nur am Rätsel lösen und Wege suchen und finden. Über die Dinger hier nicht wundern.
Die haben einfach nur den Zweck, dass man zwischen den verschiedenen Levelbereichen keine Gegenstände mit sich rumtragen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Stein nehmen würde und versuchen würde, oh, das zeige ich euch. Hoppa. Vorhin hätte ich noch sagen können, ja? Hier, ich komme da jetzt nicht durch, egal wie sehr ich es versuche. Das bremst mich. Wenn ich das Teil festhalte, wenn ich es loslasse, dann komme ich wieder durch. Vorhin hätte ich jetzt noch sagen können, ich spiele einen Teil blind. Also wirklich bloß ein Teil. Schmarrn. Ich spiele den Anfang nicht ganz blind. Da habe ich auch zeitweise keinen Plan mehr gehabt, wie was funktioniert hat. Also war das auch egal. Inzwischen kenne ich das komplette Spiel. Ich weiß, wie es aussieht. Ich werde euch auch. Nein, das erzähle ich jetzt nicht. Das wäre ein Spoiler. Das mache ich nicht. Nein. Seht ihr das, was da hinten durchfliegt? Das ist ja. Habe ich mich vorhin auch schon ein paar Mal gewundert, weil ich so seltsame Sachen im Hintergrund gesehen habe. Ich möchte mal gucken, ob ich da halt die ganzen Kameras, die da im Auftauchen, sehen kann. Versucht doch mal mitzuzählen. Mal schauen, ob ihr rausfindet, wie viele Kameras wir in diesem Spiel begegnen. Uns begegnen. Ich dachte immer, hier würde eine auftauchen. Na, und der erste verkackte. Man kann ja hier solche Hebel betätigen. Gibt's noch viele andere. Und dann kommt da oben so eine Kugel. Die müssen wir ja. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie drankommen. Weil, na, siehe an, da unten ist ein Hebel, Schalter, was weiß ich. Aber die Steine sind zu groß. Deshalb kommen wir da nicht hin. Wir sind zu groß, die Steine sind zu groß. Deshalb brauchen wir den kleinen roten Ball. Ja, keine Sorge, die passen wirklich nicht. Die habe ich ausprobiert. Wenn Blödheit wehtut, dann hätte ich ein Problem. Oder wenn Blödheit wehtun würde. Es hat ja jetzt nicht wehgetan. Zumindest nicht mir. So. Und da ist unsere kleine Kugel. Und da war wieder dieses Bestätigungsgeräusch. Irgendwie macht mich das wahnsinnig. Das hört man so oft. Und die Musik, es ist immer die gleiche. In einem Durchgang. Um es gleich mal vorweg zu sagen, das Spiel dauert nicht wirklich lange, wenn man ein bisschen logisches Denken verfügt. Okay. Und unser erstes Rätsel. Yay! Es ist wirklich kinderleicht. Rot, rot, rot. Das ist jetzt wohl ein Witz, oder? Ich hatte vorhin A, eine andere Zahlenkombination. Farbenkombi, nicht Zahlen. Und B, wenn ich euch sage, es ist leicht und dann kommen dreimal die gleiche Farbe, ich fühle mich verarscht. Blau, rot, grün, blau. Das heißt, die Rätsel sind, also solche Sachen sind zufallsgeneriert. Kann ja nachher noch heiter werden. Grün, rot, rot, gelb, grün. Also grün, rot, rot, gelb und grün. Und wenn sich die Rätsel gelöst haben, dann kommen wir weiter. Yay! Und diese Lichter da, die sind ziemlich cool. Davon müssen wir einige sammeln, holen, mitnehmen, sammeln und abgeben. Vor allen Dingen abgeben, das ist sehr blöd. Eigentlich könnten wir die selber auch brauchen. Aus diesen Tunneln scheint Licht.
bedeutet, da kommt so eine Kugel rein. Aber wenn wir die Kugel reingetan haben, dann kommen wir nicht mehr durch. Also müssen wir uns einen anderen Weg suchen.